Ja, Freunde, willkommen zur Mod-Vorstellung zu Elemental Creepers. Ja, und falls euch die normalen Creeper in Minecraft nicht genügen, die normalen stinköden Grünen, dann gibt's hier ganz viele Arten. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 verschiedene Arten und die stellen wir euch alle mal vor. Da haben wir hier zum einen den Fire Creeper und wie sein Name schon vermuten lässt, zeigt ihr beim Explodieren einen riesigen Feuer, eine riesige Feuerfläche. Der Radius ist auch relativ groß für eine normale Creeper-Explosion. Gut. Den Eis-Creeper und ihr wisst es, schon den Namen. Der macht alles am Eis. Aus Eis. Der Radius ist nochmal extrem größer bei Eis. Ach, als bei Feuer. Aber was hier halt der. Nein, ich will die Minecraft-Musik nicht haben. Zack. Eis tut euch nicht weh, sprich, das ist im Grunde irrelevant. Electric Creeper, da. Vielleicht ein bisschen denken. Blitzen. Nee. Doch. Und zwar feuert der auf den Spieler einen georderten Blitz ab, egal wo ihr steht. Sprich, ich stehe hier und greife den Creeper an. Der Blitz wird über mir eintreffen. Gut, ich weiß jetzt, ob das. Ich weiß nicht, ob das zusammenhängt, dass so viele Creeper rumlaufen, aber eigentlich müsste der mich treffen. Ja, hat er auch. Die Animation ist irgendwie fail. Auf jeden Fall brennt es dann unter mir und du müsst ganz schnell wegrennen. Gut, Electric Creeper haben wir. Earth Creeper. Der baut, als dass er zerstört, und zwar baut er einen riesigen Erdklumpen. Riesigen Klumpen Erde. Ich finde das Design von dem richtig cool. Da haben die sich richtig Mühe gegeben. Komm, einmal, weil es so schön war. Ach komm. Tja, weg. Hä? Was? Ah, das ist doch wahre Kunst. Gut, dann haben wir den Physik Creeper und der läuft ja auch überall rum. Ich weiß nicht, warum nur der gespawnt wird, aber können wir mal hier einen angreifen. Und zwar explodiert dann ein anderer. Was? Okay, irgendwas verstehe ich nicht von dem nichts. Gut, spawnen wir mal einen und greifen ihn an. Der verschwindet und alle anderen kommen auf mich zu. Gut, die treten dann wahrscheinlich nur häufig in Gruppchen auf. Irgendwie verstehe ich die nicht. Die sind nur ungeheuer. Verschwindet. Weiter geht's mit dem Cookie Creeper und mal gucken, ob der auch so süß aussieht. Ja, der sieht aus wie ein Keks. Was macht der? Der braucht wahrscheinlich Kekse. Ja, ganz viele Kekse. Das ist ja der geilste Creeper. Das sind ja geile Creeper. Kekse. Kekse. Gut. Haben wir den Illusion Creeper. Und der vermehrt sich. Das ist mir. Aber der bringt sich ja selber dann. Was ist das? What? Ein unsichtbarer. What? Naja, der hinterlässt dann noch den normalen Anschein. Naja, probiert selber aus. Die Mod, um die zu testen. Aber was leckt hier denn so? Wahrscheinlich die ganzen Creeper. Irgendwie scheint der ein großes Spawn zu haben. Und das ist natürlich das Dorf hier. Machen wir weiter mit dem Magma Creeper und der. Machbarer. Alter! Gut, der macht Magma. Gegen den würde ich nur mit dem Bogen kämpfen, weil ansonsten könnte es ziemlich unangenehm für euch werden. Meine Fresse, hier spawnen übertrieben viele von diesen? Naja, egal. Gut, Magma Creeper, der, wenn er einmal angezündet wird, dann macht er das und er macht einen riesigen Magma-Klumpatsch. Können wir mal hier da reinzünden. Jetzt verbrennt der Slime. Gut. Weiter geht's mit dem Friendly Creeper und der ist, wie der Name vermuten lässt, freundlich. Der explodiert nicht. Das ist das Geräusch, was ich aufgeführt, aber der explodiert nicht. Juri. Gehen wir hier weiter. Taufen wir mal einmal kurz aus, weil das sind so viele, muss ich eine zweite Reihe anfangen. Und weiter mit dem Water und was ein Wunder, er macht Wasser. Und falls ihr hier schnell genug rauskommt, ist auch das keine Gefahr für euch. Spider Creeper, denken, überlegen wir mal. Spider und Creeper. Was kommt da wohl heraus? Vielleicht. Spinnennetze. Na gut, das war jetzt nicht voraussehbar, aber. Was machen die denn da? Vergiftet? Ach, macht der Giftradius? Das ist. Ah, der sieht doch richtig cool aus. Die haben in Sachen Design was drauf zu haben an Skills. Und nochmal. Der lässt einen tatsächlich vergiften in der Umgebung. Nice gemacht.
Jut, Wardoggy Button wir es weiter. Reverse Creeper. Ey, das ist umgedreht. Reverse, hahaha. Was macht der? Ist wahrscheinlich nicht viel. What? Oh mein Gott. Der baut wieder. Das ist ja richtig mies. Der baut mit Bedrock. What? Den verstehe ich nicht ganz. Gut. Der baut einen riesen Erdkumpatsch mit Bedrock drauf und macht noch ein Loch in die Erde. Gut, der wird gefährlich. Spider Creeper hatten wir schon, machen wir noch eben Time Set Day. Gut, Light Creeper, vielleicht macht er Licht, ich bin mir nicht sicher. Ja, er macht Glowstone, das ist doch auch ganz nett. Glowstone kann man immer gebrauchen. Haben wir noch den Earth Creeper und den hatten wir schon. Das war's mit dem Video. Der Download-Link für die Mod ist in der Videobeschreibung. Und falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und schreibt's in die Kommentare. Wie gesagt, Download-Link in der Beschreibung. Ihr braucht dafür auch noch Forge oder den Mod-Loader. Falls ihr ein Tutorial-Video sehen wollt, wie man den Mod installiert, kann ich jetzt gerne nachreichen. Das müsst ihr dann in die Kommentare schreiben. Gut, das war's von mir und weil es so schön war, gehen wir jetzt hier nochmal in den Survival Mode. Dann werden mich wahrscheinlich die ganzen Physios angreifen. Game Mode 0. Okay. Okay. Gut, was machen wir denn jetzt? Light, Earth, Electric, Ice, Fire. Wir versuchen mal einem Spider. Gut, das ist doch heftig. Gut, und weil es so schön war, Reverse Creeper geht hier nicht, weil wir am Bedrock sind. Dark. Ach, den hatten wir noch gar nicht. Dark Creeper. Der macht gar nichts. Hör auf. So. Warum, was hat der Dark Creeper jetzt nochmal gemacht? Gar nichts, ne? Oder macht er vielleicht... gar nichts. Vielleicht hat das mit Schwierigkeitsgrad zu tun. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Nee, gut, da macht er nichts. Gut, das war mit dem Video. Haut rein.